Wunderschönen guten Morgen, kann man noch sagen, zum Japan-Vortrag. Ja, wir haben 84 Teilnehmer und es kommen noch einige dazu, sehe ich gerade. Freut uns sehr. Ich begrüße Sie alle aus dem Diamir-Haus hier in Dresden. Mein Name ist Jens Winter. Ich bin zuständig bei uns im Haus für Japan, habe 2009 angefangen mit Reiseleitung in Japan für Diamir. Und bin dann über die Jahre immer mehr spezialisiert ins Produkt gekommen und bin jetzt verantwortlich für die ganze Fernost-Produktpalette bei uns im Hause. Und ich freue mich, Sie hier zum Vortrag begrüßen zu dürfen, in digitaler Form. Vorab noch ein paar Hinweise zu dem ganzen Vortrag an sich. Also, wenn Sie Fragen haben, gibt es oben dieses Chat-Symbol mit dem Fragezeichen. Da können Sie draufklicken und Fragen stellen. Meine bezaubernde Kollegin, die Christina Kabich, die mir gegenüber sitzt, wird dann eben schauen, ob wir die Fragen dann gleich beantworten können. Wenn das nicht der Fall sein sollte, können wir auch individuell einen Termin vereinbaren, für die kommenden Tage. Das geht über Telefon, per Mail oder auch per Zoom. Einfach auf der Reisemesseseite oder auf der Diamir-Seite dann mit unserem Termin vereinbaren. Dann noch ein Hinweis, dass wir 17 Uhr heute am Ende der Reisemesse noch so ein kleines Get-Together haben, wo unser Geschäftsführer, der Jörg Ehrlich, auch nochmal zu Wort kommt. Und als letzter Hinweis, wir haben eine Reiselounge, eine Beratungslounge eingerichtet, wo auch heute noch live, so face-to-face im Digitalen, da die Möglichkeit besteht, sich beraten zu lassen. Auch das finden Sie bei Beratung oder unter Beratung auf der Seite der Reisemesse. So, soweit zum Vorgeplänkel. Kommen wir jetzt zum Land Ihrer Träume. Sie wollen nach Japan, nehme ich mal an, wenn Sie hier teilnehmen. Und inzwischen sind wir über 100 hier gemeinsam. Herzlich willkommen, die jetzt noch eingeschaltet haben. Und dann beginnen wir doch mit dem Vortrag. Ja, also nochmal Konnichiwa, herzlich willkommen mit Diamir nach Japan. Ich wollte den Vortrag so aufbauen, ich gehe einfach davon aus, dass Sie Interesse am Japan als Reiseland haben und jetzt noch nicht schon hunderte Mal da waren. Natürlich werden auch welche unter Ihnen sein, die das Land schon kennen oder schon bereist haben und einfach die Bilder genießen wollen oder vielleicht noch ein paar neue Infos bekommen möchten. Deswegen fange ich mit einer kleinen Landeskunde an. Japan an sich ist bekannt als ein sehr fortschrittliches Land. Es ist ein Inselstaat, der viertgrößte Inselstaat der Welt und hat eine relativ große Ausdehnung von Nord nach Süd, nämlich mit über 3000 Kilometer. Wenn man, kriege ich hier meinen Laserpointer, ja, wenn man hier von Hokkaido, der nördlichen Insel, bis nach Okinawa, den ganz südlichen Inseln, geht, hat man eine geografische Spannbreite, die sich vom subpolaren Raum bis zum subtropischen Raum hin erstreckt. Das ist relativ groß und enorm und an der Welt eigentlich auch so einzigartig für so eine Ausdehnung, was die Klimazonen angeht. Was aber ganz wichtig zu wissen ist, erstmal, Japan teilt sich in fünf Hauptinseln. Zum einen ist das Hokkaido ganz im Norden. Dann haben wir hier Honshu, die Hauptinsel Honshu. Da befinden sich eben Kyoto, Tokio und die wichtigsten Stellen oder Orte, sagen, den man als Japan-Neuling oder bei einer ersten Reise besuchen sollte. Dann haben wir im Süden Kyushu und hier die kleine Shikoku. Insgesamt haben wir 3.922 Inseln in Japan. Die wird man sicher im Leben nicht besuchen können. Ein paar geografische Facts zum Klima. Viele denken ja bei Asien, Südostasien, Fernost auch an Monsun. Das haben wir in Japan nicht. Also wir sind im Klima da wirklich einem Vier-Jahreszeiten-Klima. Das bedeutet, die haben wie wir auch vier Jahreszeiten, bloß eben maritim geprägt. Das sieht man ja auch an der Klimatabelle, wenn man sich mal so die Höchst- und Niedrigstemperaturen ansieht. Es ist etwas gemäßigter, ne? Wir haben im Sommer viel Niederschlag und den Winter eher trocken. Es gibt unheimlich viele Sonnentage, muss man sagen, durch das maritime Klima bedingt. Und man kann eben sagen, ganz im Norden kühl gemäßigt, auf den Hauptinseln, ne, also in diesem Bereich, haben wir so warm gemäßigtes Klima. Und im Süden, Okinawa und alles, was hier südlich von Kyushu ist, eher so ein feuchtes, subtropisches Klima. Geografie ganz kurz zum Vergleich mit Deutschland: 377.800 Quadratkilometer, also etwas größer als Deutschland, aber
Wir haben, und das ist ein ganz wichtiger Punkt, auf den ich im Verlauf des Vortrags auch noch wieder eingehen werde, die Landschaft, die vielen unbekannt ist. Nämlich, wir haben 80% Berglandschaft in Japan, das wissen viele nicht. Alle denken, es ist ein übervölkerter Staat, der komplett zugebaut ist. Das trifft aber nicht zu. Das ist immer nur in den Ebenen so, die relativ rar gesät sind und damit natürlich mit einer Bevölkerungszahl von 127,8 Millionen natürlich sehr gedrängt, aber gut organisiert da sich präsentieren. Und das sind die Bilder, die man kennt. Was man oft nicht kennt, sind die Bilder im Hinterland, sind die Bilder von den japanischen Alpen, sind die Bilder der Landschaften in Japan. Und da gehe ich auch im Vortrag auch nochmal drauf ein. Ganz wichtig für Sie zu wissen, die fragt sich jeder bei einem Reiseland, was ist die beste Zeit, um es zu bereisen? In Japan mit den vier Jahreszeiten kann man sagen, grundsätzlich jede Jahreszeit ist möglich. Es gibt keine Regenzeit im klassischen Sinne, ausgenommen mit dem wenn man jetzt den Sommer, die Sommermonate nimmt, Juni, da gibt es halt einige Tage stetigeren Regen und die Taifunzeit, so ab September, da kann es zu einigen Tagen sehr stürmisch werden. Ansonsten ist jede Jahreszeit gut geeignet. Natürlich sind die beliebtesten Jahreszeiten Frühling und Herbst, auch bekannt durch die Kirschblüte und die Herbstlaubfärbung eben zwischen März und April und zwischen Oktober und November. Deutlich wärmer als bei uns. Der Herbst setzt später ein. Also im November hat man da noch gut 15, 20 Grad auf der Hauptinsel. Ja, wie reist man in Japan? Was ist die Empfehlung? Wie soll man sich fortbewegen? Nun, anders als in anderen asiatischen Ländern, wo man oft mit privaten Fahrer und Fahrzeug abgeholt wird, ist das ja eher wie ein Land, wie es bei uns ja, in der Schweiz oder in Deutschland oder in Amerika auch ist. Das ist alles nicht sehr kostengünstig da, sich jetzt mit privatem Transport fortzubewegen. Deswegen ist die Zugfahrt in Japan das empfohlene Fortbewegungsmittel. Und zwar der Hochgeschwindigkeitszug Shinkansen, haben Sie bestimmt schon mal gehört, ist natürlich das Vorzeige, Fortbewegungsmittel in Japan. Diese Züge sind extrem schnell, zuverlässig und komfortabel gleichzeitig. Und der Vorteil, den Sie als Tourist haben, ist, dass Sie das gesamte Shinkansen-Zugnetz in Japan mit so einem Railpass, den Japan-Railpass, benutzen können. Die gibt es für 7, 14 und 21 Tage zum total erschwinglichen Preis, für 14 Tage um die 400 Euro. Und Sie können das gesamte Land bereisen. Und das ist unschlagbar, auch von der Geschwindigkeit her. Denn schneller werden Sie nur mit dem Flugzeug. Kostenmäßig brauchen wir nicht drüber sprechen. Und deutlich langsamer wären Sie mit Bus, Auto oder Wohnmobil, was aber natürlich auch Möglichkeiten sind, vor allem Wohnmobil, wenn man mehr Zeit hat. Die Geschwindigkeiten der Züge sind wirklich atemberaubend. Also die Verbindung zum Beispiel des Shinkansen zwischen Tokio und Hokkaido, was 820 Kilometer sind, bewältigen Sie in 4 Stunden. Ein nächstes Projekt ist geplant für 2027 zwischen Tokio und Osaka mit 603 Kilometern. Da fahren Sie da 603 km/h soll der Shinkansen, also eine Magnetschwebebahn, installiert werden. Da fahren Sie dann 45 Minuten für 500 Kilometer. Das ist auch nicht ganz schlecht. Was noch zu erwähnen ist, der Komfort, also besonders hier die Sitzabstände. Sie sehen das, alle Sitze lassen sich umdrehen. Sie kriegen dort ganz bequem den Koffer noch vor die Füße gestellt. Es ist wirklich hervorragend und das Personal ist super freundlich. Und nochmals betont, die Züge sind zuverlässig. Man kann eine Rundreise mit Zügen planen. Durchschnittliche Verspätung im Jahr 10 Sekunden bei den Shinkansen. Kann die Deutsche Bahn sich was abgucken. Wie kommt man unter in Japan? Das ist auch ein Thema, was interessant für Leute ist, die sich entscheiden müssen, okay, wie möchte ich da wohnen, wie möchte ich unterkommen. Es gibt verschiedene Möglichkeiten. Ganz normale Hotels, wie wir sie kennen, im westlichen Standard, gibt es natürlich in Japan auch. Von 3 bis 5 Sterne plus, hier das Hyatt in Kyoto, hier ein 4-Sterne-Hotel mit so von Künstlern aus Tokio gestalteten Räumen, das Tokyo Park Hotel. Ja, und das ist bekannt, da gibt es nicht viele Überraschungen, bis auf eines, was bei allen Reisegruppen und allen Reisenden immer ein Thema wird. Und da komme ich zu einem kleinen,
Rätsel, was wir jetzt nicht machen können, weil wir nicht direkt gegenüberstehen und nicht auf Zurufe reagieren kann, aber ich möchte es trotzdem mit ihm machen. Kurzer Hinweis noch, die Raumgrößen, das ist der einzigste Unterschied, sind im Schnitt kleiner, weil das ist das, was Geld kostet. Also ein großer Raum ist Luxus in Japan, also so ein Drei-Sterne-Hotel hat meist nicht mehr als 15 Quadratmeter zum normalen Preis. Ja, wer da schon in Japan war, weiß genau, was er jetzt hier sieht. Wer noch nicht in Japan war, normal mache ich da immer ein kleines Rätsel so im Vortrag und sage, na, was könnte das sein? Es begegnet jeden immer und das mit als erstes, wenn sie in Japan ankommen. Wer daraus nichts erkennen kann, hier ist das entsprechende Bedienteil dazu. Manche sagen Klimaanlage. Ich will das Rätsel auflösen. Es scheint etwas trivial, aber das ist ein Thema bei allen Reisegästen. Das vollautomatische Waschlett, die Multifunktionstoilette mit beheizbarer Klobrille und allen Waschfunktionen, die Sie sich vorstellen können, inklusive Trocknen. Das ist eine Sache, die immer alle irgendwie begeistert und die ganze Reisegruppe am ersten Abendessen wird über die Toilette gesprochen, kann ich Ihnen versprechen. Ja, es gibt 100.000 verschiedene Modelle, bis welchen, die mit Ihnen sprechen und automatisch aufgehen, wenn Sie reinkommen. Das nur so am Rande. Was haben wir noch an Unterkünften in Japan? Natürlich die traditionell japanischen, die Ryokans. Die zeichnen sich aus durch die Tatami-Matten, also Reisstrohmatten und Reispapierwände. Natürlich zum nächsten Zimmer haben sie immer eine massive Wand drin, aber die Schiebewände und auch die Wände im Zimmer sind meist beweglich und aus Reispapier. Dann haben sie, wenn sie das Zimmer betreten, suchen sie erstmal das Bett. Es ist nicht da, weil es wird dann hergerichtet, wenn sie zum Abendessen sind, was immer obligatorisch ist in den Ryokans und sehr köstlich, traditionell japanisches Essen. Und sie haben immer in den Ryokans, also ganz oft immer den Onsen, Thermalbäder sind da angeschlossen mit Außenbereich und auch schönen Gartenanlagen. Also die sind etwas teurer als jetzt Standard westliche Hotels in der gleichen Kategorie, aber sie sind natürlich ein tolles Erlebnis, die Ryokans. Ja, das ist mal so zum Technischen. Hier sehen Sie mal so eine Speiseseele, die in so einem Ryokan, da fehlen halt bei den Stühlen auch mal die Beine. Das kann schon eine Herausforderung werden, aber die meisten Ryokans haben sich auf westliche Gäste auch eingestellt und es gibt auch Tische, die etwas höher stehen und Stühle eben mit Beinen dran. Hier unten sind mal zwei so Onsen, diese Thermalbäder, die an die Ryokans angeschlossen sind. Zeigt immer mit Außenbereich, wunderschön im Abend dann in so einem heißen Thermalbad zu sitzen. Geschlechter getrennt, also nicht wie bei Sauna bei uns. Das ist eine sehr schöne Sache. Ja, und das wollte ich nicht auslassen, weil auch in einer unserer Touren haben wir so ein Erlebnis mit drin. Schließlich sind wir Erlebnisreiseveranstalter. Es gibt auch, und die gibt es nur in Japan, Kapselhotels. Die sind eigentlich gedacht für Leute, die abends nicht mehr nach Hause kommen, weil ab 23.55 Uhr die letzte Bahn fährt in Tokio. Und das ist für Businessmen, die da eben nicht mehr in der Lage sind, nach Hause zu fahren oder zu weit außerhalb wohnen. Die mieten sich halt für 30, 40 Euro so eine Kapsel und dann kann man dort eine Nacht zubringen. Ja, und dann kriegt man jetzt erstmal so klaustrophobische Ideen oder Ängste. Das ist bei Weitem nicht so. Die sind super komfortabel, vor allem ist es super sauber. Also es ist alles sehr hygienisch. Sie haben einen separaten Waschraum und es ist geschlechtergetrennt. Und das ist wirklich ein lustiges Erlebnis jedes Mal, wenn ich mit Gästen da war. Und die haben sich bedankt, dass ich sie doch dazu überredet habe, das mal auszuprobieren. Also wenn man größer als 2 Meter ist, sollte man vielleicht doch überlegen, ein Standardhotel zu nehmen, weil dann gucken die Füße vorn raus. Aber für alle anderen ist das ein tolles Erlebnis. So, jetzt kurze Einführung mal, was will man sich denn anschauen oder die Frage hat, wenn ich das Land bereise, was sind die Empfehlungen? Es gibt natürlich wie in vielen Ländern eine Golden Route, also so die Route, wo man die meisten interessanten Orte abdeckt. Tokio ist meist der Ankunftsort, wenn man international nach Japan einfliegt. Dann Hakone mit dem Fuji natürlich will gesehen werden. Hiroshima mit der vorgelagerten Insel Miyashima, eine der 3 schönsten Landschaften in Japan. Und dann natürlich die Kulturhauptstadt Kyoto, Osaka, das ist relativ dicht beieinander. Und die alte Hauptstadt Nara. Das ist so das, was als klassischerweise Golden Route bekannt ist. Und da möchte ich ja kurz an dieser Route etwas entlang gehen. Natürlich, Tokio als Hauptstadt ist weltbekannt, auch als eine der größten Agglomerationen. Man kann nicht mehr sagen, es gibt eine Kernstadt, aber man kann sagen, so im Zentrum der Stadt findet man 9,6 Millionen Einwohner, aber die Gesamtfläche in der Agglomeration hat halt 36 Millionen Einwohner aufzubieten. Auf 23 Bezirke verteilt, die auch administrativ eigenständig sind. Das heißt, es gibt nicht das klassische Zentrum in dieser Stadt, sondern es gibt sozusagen 23 einzelne Städte, die aber nahtlos ineinander übergehen. Und natürlich mit einem unheimlich effektiven
Verkehrsnetz, öffentlichen Verkehrsnetz miteinander verbunden sind. Und das macht Freude, sich da zu bewegen. Und keine Angst, viele wollen immer schnell raus aus der Stadt, wenn man von asiatischen Großstädten hört, ist nicht der Fall in Tokio. Ich sage Ihnen, bitte nehmen Sie sich Zeit. Die Stadt ist sauber organisiert, bestens durchgetaktet, was den Verkehr angeht. Und sie ist grüner, als man zu denken meint. Sie liegt am Meer. Es zieht sich ein großer Fluss hindurch, der Sumida-Fluss. Und man kann eben dort wirklich 3, 4 Tage zubringen und sollte das auch, um einen Eindruck von der Stadt zu bekommen, ohne wirklich gestresst zu sein, wie in anderen großen asiatischen Städten, durch Luftverschmutzung, durch zu viel Lärm etc. Das ist in Tokio alles nicht der Fall. Und eben auch der Kontrast zwischen diesen modernen Gebäuden, wie hier der Asahi-Brauerei, hier sieht man so ein stilisiertes Bierglas, und so einen alten Tempeln aus dem 7. Jahrhundert. Das sind halt spannende Szenen, die man in Tokio erleben kann. Dann sind wir schon beim Fuji, ne, der heiligste und höchste Berg, 3776 Meter, erloschener Vulkan. Das Heiligtum ist auch ist heilig den Japanern im Shinto-Glauben, dieser Berg. Den will man natürlich sehen, aber er ist auch etwas eine Diva, sagt man, unter den Bergen, weil sie verhält sich gern in Wolken gehüllt und gibt es noch selten irgendwie sein Antlitz frei. Aber es lohnt sich doch hier in Hakone so eine Runde zu drehen und auch diese seismische Aktivität mal zu sehen, die in Japan überall präsent ist. Na, kann man hier in dieser Rundfahrt im Hakone-Nationalpark sehr schön machen. Ein weiteres Ziel, was viele interessiert, aus geschichtlichen Gründen, zum einen Hiroshima, ja, der Abwurf der Atombombe ist ein trauriges Datum in der Geschichte der Menschheit gewesen, 1945. Im August explodierte die Bombe da 600 Meter über diesem als Atombombendom bekannten Gebäude jetzt inzwischen. Ist natürlich jetzt kein schöner Ort, aber natürlich doch andächtig und für Geschichtsinteressierte schon eine wichtige Station. Wiederum schön ist die Insel Miyajima, die unmittelbar vor Hiroshima liegt, da ist dieses bekannte Rote Tori, was da bei Flut im Wasser steht und die vermählten Felsen hier, wirklich landschaftlich eine der schönsten Ecken in Japan. Ja, und dann kommen wir nach Kyoto. Das darf natürlich auf keiner Japanreise fehlen, auch wiederholt nicht. Museen, diese Stadt war über 1000 Jahre Sitz des Kaiserhofs. Auch während der Machtergreifung der Shogune, die dann von Tokio aus regierten, aber in Kyoto saß der Kaiser, und dort wurden die japanischen Künste entwickelt und im Prinzip ist das bis heute die Kulturhauptstadt Japans. Ja. Wir haben aber eben dort nur 1,5 Millionen Einwohner, was relativ wenig ist im Vergleich zu Tokio und gleichermaßen aber sehr, sehr viele Kulturgüter, die im Zweiten Weltkrieg bewusst verschont wurden. Also die Stadt wurde von Bomben des Zweiten Weltkriegs komplett verschont. Somit haben wir heute über 1600 Tempel und 4000 Shinto-Schreine. Da denkt man, oh je, hoffentlich müssen wir nicht alle anschauen. Aber es gibt 17 UNESCO-Weltkulturerbestätten allein in Kyoto. Und es lohnt auch dort mindestens 3 Nächte zuzubringen, um die Schönheit der Stadt da zu genießen. Ja, und auf dem Weg zwischen Hiroshima und Kyoto kann man eben auch die Burg in Himeji besuchen. Das ist eine von zwei bekannten. Es gibt viele andere noch in Japan, aber die prächtigsten ist das hier, die Weiße Reiherburg in Himeji. Es gibt das schwarze Pendant dazu in Matsumoto in den japanischen Alpen. Da komme ich dann gleich nochmal zu. Das ist auch ein schöner Ausflug in die japanische Geschichte, ne? Also diese wehrhaften Burgen. Und verweist natürlich auch auf die japanische Geschichte an sich und dieses historische Japan, was viele auch begeistert oder suchen, das Hinterland, die Orte, wo diese mystische, naturverbundene Religion, auch der Shintoismus zu finden ist. Und da kommen wir eben mal zu einem Abstecher von der Goldenen Route, nämlich in die japanischen Alpen. Das hier ist ein Bild aus dem Herbst. Am Ontake, der zweithöchste Vulkan nach dem Fuji, der in den Zentralalpen in Japan liegt, nämlich im Kisotal oder vom Kisotal aus zu erreichen ist. Und hier sieht man ja auch so die Landschaft, ne, ist eigentlich so, wie man sich bei uns auch die Alpen vorstellt. Die Gipfel sind nicht höher als 3100, 3200 Meter, so die höchsten. Der Ontake ist 3067 Meter hoch. Und in den japanischen Alpen, speziell im Kisotal, sondern sagen, der Vorteil ist, Sie müssen ja bei Ihrer Reise immer planen, wie erreiche ich diese Orte. Ne? Und wenn das nicht am Shinkansen, also am Zugnetz angebunden ist, wird es schwierig, dann braucht man einen Mietwagen oder ähnliches. In dem Fall kommen Sie mit dem Shinkansen direkt bis nach Kiso hineingefahren, in 3,5 Stunden von Tokio, in 2 Stunden von Kyoto.
Und das Schöne ist, man kann hier in Matsumoto, also in die Burg, die ich gerade erwähnte, die Schwarze Burg, zwischenstoppen und am Nachmittag in Kiso ankommen. Und dort ist die Besonderheit, dass Sie eben Natur und Geschichte erleben können, wie an kaum einen anderen Ort in Japan. Nämlich die Wege, die Sie dort begehen, ist ein alter Handelsweg zwischen Tokio und Kyoto, der sogenannte Nakasendo. Und auf diesem können Sie entlang wandeln, durch Wälder, durch Mittelgebirgslandschaft und durch die Dörfer wie Magome und Sumago, die natürlich sehr eindrucksvoll widerspiegeln, wie es zu dieser Zeit entlang des Handelswegs aussah, wo Zölle gezahlt werden mussten, wo Checkpoints eingerichtet waren, um Waren zu prüfen und wo die Händler und Reisenden zwischen Tokio und Kyoto eben auch übernachteten und in Restaurants einkehrten. Und diese Häuser sind in den Dörfern sehr, sehr gut erhalten, über 400 Jahre alt. Sie kommen über so ländliche Szenerien in den Bambuswald mit Zedern auch bestanden, in wunderschöne landschaftliche Szenerien und dann wieder in die Dörfer, wo die Menschen ihnen auch begegnen, die da wirklich eben auch leben. Und es ist nichts für Touristen aufbereitet, es ist einfach nur gepflegtes Kulturgut in Japan, ne, diese alten Dörfer so zu erhalten und da kann man wunderbar hindurchwandern. Zur Unterkunft dann auch dort bieten sich Ryokans an, zur Auswahl von 3 bis 5 Sterne. Und da das eben bis heute so gut erhalten ist, nutzt das jetzt natürlich der Tourismus für sich. Aber sie sind dort gefeit vor Overtourism, also große Busse mit 40 Personen und mehr können dort gar nicht reinfahren. Da sind die Kapazitäten nicht da. Ist also was für individuell Reisende oder eben wie bei dir mir mit Kleingruppen. In so einem Ryokan kommt man dann eben auch zur Ruhe. Und hier in einem der größten asiatischen Steingärten in Kiso, ja, freut man sich dann, wenn dann halt nicht scharenweise andere Touristen dieses Erlebnis mit einem teilen müssen. Ja, und jetzt komme ich auch schon zum Überblick, um Ihnen mal so eine Idee zu geben, wie unser Reiseprogramm nach Japan bei Diamir aussieht. Wir haben 11 Gruppenreisen und 11 Privatreisen im Moment im Programm. Ein ganz wichtiger Unterschied und eine Ausnahme bei uns im Haus ist, dass wir, wie Sie es von uns gewohnt sind, Kleingruppenreisen haben mit maximal 12 Personen. Die stehen hier auf der linken Seite. Aber in Japan eben auch Zubucherreisen haben mit einer höheren Teilnehmerzahl. Das heißt, da buchen verschiedene Veranstalter drauf zu, wir eben auch. Qualitativ sind die Reisen identisch. Fahren Japanologen mit bei unseren Kleingruppenreisen, fahren ebenso unsere eigenen Reiseleiterinnen und Reiseleiter mit. Es ist nur wichtig zu wissen, warum machen wir das? Sie sehen die Preise, ne? Also wenn ich eine Kleingruppenreise in Japan anpeile, dann muss man schon bei 4.000 Euro anfangen. Ja. Wem das zu viel ist, der kann eben schauen, okay, nehme ich eine größere Gruppe in Kauf und habe dafür einen deutlich günstigeren Preis. Das bietet sich in Japan halt an. Und deswegen diese beiden Unterschiede. Um dann mal herauszustellen, was wirklich unsere besten und beliebtesten Touren sind, sehen Sie hier auf der Kleingruppenreisenseite die Wanderung durch das alte Japan, ne? Da ist eben das Kiso-Tal auch mit erhalten, wie wir es gerade gesehen haben, oder die lange Trekking- und Kulturrundreise mit Besteigung des Fujisan in der Nebensaison auch. Das ist auch eine Besonderheit, die wir auch nur anbieten, dass Sie im Mai und im Ende der Saison, sozusagen Ende August, den Fuji noch besteigen können und dann natürlich deutlich weniger Andrang ist als in den Sommermonaten, wo er offiziell geöffnet ist. Was auch sehr beliebt ist, sind die Fotoreisen nach Japan mit unserem Reiseleiter Michael Lohmann, der auch als Fotograf und Reiseleiter da die Ausflüge zu den Seeadlern, den Kranichen, den Schneeaffen, das, was man im Winter in Japan erleben kann, das ist wirklich auch stark nachgefragt und auch wirklich weltweit einzigartige Erlebnisse. Kurzer Überblick, die Reiserouten. Wir haben ja vorhin uns die Karte schon angeschaut. Hier sehen Sie unsere Trekkingtour, die immer natürlich immer Trekkingtage hat und wieder Kulturtage. Geht ganz vom Süden, von der Insel Yakushima bis über die Insel Kyushu bis nach Honshu, nach Tokio, also in diese Richtung. Und auf dem Weg dahin besteigt man dann auch den Fuji. Das ist unsere Zweitbestseller-Tour mit dem Kiso-Tal, was wir gerade beschrieben haben, hier in den japanischen Zentralalpen. Ja, und natürlich haben wir noch viele andere Reiserouten bis hin zu Länderkombinationen Südkorea, Japan und Touren, die nur auf Hokkaido sind.
Das können Sie auf unserer Webseite sich dann alles mal in Ruhe anschauen. Wen ich nicht auslassen wollte, sind unsere Reiseleiterinnen, weil das sind die Erfolgsfaktoren in den Reisen auch, die setzen die Reisen um. Jetzt fragt man sich, warum brauche ich in Japan einen externen Reiseleiter oder eine Reiseleiterin? Ich habe die Erfahrung selbst gemacht, die Japaner sind hervorragend ausgebildet. Und das schießt meist übers Ziel hinaus, denn sie sind ja im Urlaub auf einer Reise, ne, wo Entspannung auch eine Rolle spielt. Und wenn die dann ihr Programm durchziehen, dann lassen sie auch da im Gänsemarsch an der S-Bahn-Haltestelle aufstellen. Und das läuft alles so ein bisschen mit militärischem Zug ab. Und da haben wir einfach gesagt, wir brauchen eine kulturelle Brücke, ne? Unsere Reiseleiter vor Ort können das besser vermitteln. Viele leben in Japan von ihnen, andere kennen Japan aus Arbeitserfahrung und verschiedenen anderen Gründen. Also das geht deutlich besser und macht Ihnen mehr Freude beim Reisen. So, jetzt nochmal kurz zu uns. Diamir ist ein Erlebnisreiseveranstalter. Wir kommen ja eigentlich aus dem Aktivbereich, aus dem Trekking, aber bei Weitem sind wir sehr breit aufgestellt inzwischen. Ich möchte trotzdem noch ein paar Bilder geben hier für Aktivreisen und Wandern in Japan bis hin zu Wintersport, weil das eben Großteil unserer Kunden auch interessiert. Das Hinterland, was ich ansprach, die japanischen Alpen, 80% Bergland, wie hier diese Mittelgebirgslandschaft auf der Kihalbinsel in Wakayama, wo auch Pilgerwege durchführen. Und da entlang hat man eben auch so mystische Szenerien, wie diese Steinstatuen und wandert durch die Zedernwälder. Das ist wirklich was Empfehlenswertes, was man nicht auslassen sollte. Auch wenn man jetzt nicht 6-8 Stunden Wanderung machen will, man kann leichte 2-3 Stunden Wanderung machen. Hier auf der Insel Yakushima mit gigantischen Zedern, die da stehen, auch UNESCO-Weltnaturerbe. Oder hier im Aso-Vulkankrater mit erloschenen Vulkankratern, aber auch noch dem einen aktiven Krater in der Mitte, der Nakadake. Jetzt habe ich das mit dem Pilgerweg verwechselt, Entschuldigung. Ja, da lassen sich schöne Wanderungen machen und wunderbare Natur sehen, erleben. Fahrradfahren ist auch auf jeden Fall super in Japan. Die Radwege sind ausgebaut. Es gibt wunderschöne Radstrecken, aber auch Ausflüge von Kyoto oder in Kyoto zum Beispiel mit dem Fahrrad. Das bieten wir an. Und natürlich hier die Fuji-Besteigung, wie erwähnt, in der Nebensaison. Da findet man dann oben natürlich noch Schneefelder, aber das ist technisch sehr leicht, ja, zu bewältigen für Leute, die auch noch nie Steigeisen anhatten. Auch kein Problem, da mal so ein Schneefeld zu kreuzen. Einfach keine gefährliche Situation. Ja, so sieht das vom Fuji oben aus, auf dem Gipfel. Wenn man da im Mai hochsteigt, dann ist quasi allein. Ja, und da ist der Winter spielt halt eine Rolle für Leute, die zum Beispiel schon mal vom Japan Powder gehört haben, ne, der berühmte Pulverschnee. In Japan für Tiefschneeliebhaber das absolute Muss, der beste Schnee, den man auf der Welt finden kann, durch das maritime Klima. Und da bieten wir auch Skitouren an, haben die Expertise und die Experten vor Ort, die entsprechendes umsetzen können, wissen, wo fährt man hin, wenn der Schnee frisch gefallen ist. Und da haben wir auch schon Gruppen gehabt, bis hin zu Fuji-Skitouren, aber eben auch vor allem Backcountry-Skiing mit Tiefschneeabfahrten. Vorhin auch schon mal erwähnt, unsere Fotoreise mit Michael Lohmann zu den japanischen Tierbeobachtungs-Hotspots im Norden, vor allem Hokkaido, die berühmten Kraniche, die Seeadler, die man auf dem Packeis dann mit einem eigens gecharterten Boot besuchen wird und natürlich die bekannten Schneeaffen, die dann bei Nagano, also nicht so weit von Tokio, auch noch mit besucht werden. Was sich anbietet, sind auch immer Festivals, Kombinationen bei der Winterreise, zum Beispiel hier in Sapporo, das berühmte Schneefestival, wo gigantische Figuren, Statuen, Gebäude aus Schnee und Eis gebaut werden. Feuerfestival auf der Kihalbinsel in Wakayama oder hier das sogenannte Naked Man Festival in Okayama, ein ganz besonders verrücktes Festival, wo hochmotivierte, leicht bekleidete Japaner, also Lendenshorts wird noch getragen, das sieht man jetzt hier nicht, versuchen da gewisse religiösen Riten nachzukommen. Wirklich ein tolles Spektakel. Dazu haben wir auch eine Sonderreise, die zu dem Festival und hier zur ersten Kirschblüte in Japan führt, nämlich nach Shizuoka, wo die erste warme Meeresströmung die Kirschen erblühen lässt, schon im Februar. Und dann kann man natürlich damit kombinieren die Schneeaffen. Und darum haben wir eine Sonderreise kreiert, wo wir diese Sachen, weil das oft nachgefragt wird. Ne? Ich möchte die Kirschblüte sehen, aber die Schneeaffen im Sommer, lassen Sie sich nicht irreführen, sitzen nicht im Schnee. Ne? Da ist Sommer, da haben die dort auch bloß ein warmes Becken. Deswegen in den Wintermonaten, wenn dann. Ja, eine andere Sonderreise, die auch gut ankommt bei denen, die es interessiert, die bekannte Cosplay-, Anime- und Manga-Kultur in Japan, haben wir eine Sonderreise im März.
jedes Jahr zur größten Anime-Fair in Tokio. Die geht eine Woche Tokio mit Führung und zu in die Manga-Shops und speziellen Angeboten, wo man eben zu dem Thema da ganz tief eintauchen kann. Eine relativ neue Sache noch, aber gut funktionierend ist Selbstfahrertouren, die wir jetzt bisher in Kyushu und Hokkaido anbieten, aus dem Grund, dass die beiden Inseln im Norden und Süden sich mit dem Zug nicht komplett erschließen lassen. Also da sind nicht überall Bahnstrecken vorhanden, aus geografischen Gründen auch. Und deswegen ist es dort zu empfehlen, auch einen Mietwagen zu nehmen. Es ist Linksverkehr, aber ansonsten funktioniert das so, wie Sie das in anderen Ländern mit Mietwagen auch gewohnt sind. Und Sie kommen ins Hinterland und sehen natürlich auch die wunderschönen Landschaften. Ein anderer Aspekt, der also ein bisschen auch eine persönliche Note jetzt meines Vortrags ist, Reisen mit Kindern. Das bin ich mit meiner Tochter 2019 in Japan. Absolut empfehlenswertes Reiseland. Wir haben viele Kunden, die uns auch schon zweite, dritte Mal mit Kindern dann nach Japan gefahren sind. Das ist absolut ein Land, was die Kinder auch begeistert, ne? Also mit der Verspieltheit, die japanische Kultur selber an den Tag legt, aber auch in so einem Zimmer einfach mal zu übernachten, ne? Oder so verrückte Sachen wie Ramen zu essen oder was. Es gibt ja nicht nur Sushi, ne? Muss man dazu sagen. Essen spielt eine Riesenrolle in Japan. Wäre ein eigener Vortrag nochmal, ne? Aber auch solche großen Samurai-Burgen zu sehen oder hier im Edo Wonderland, wo man dann halt mit einer Samurai-Schule da zusammenkommt, alles für die Kinder aufbereitet. Wirklich super schöne Angebote, die es da gibt. Und auf der gesamten Route durch Japan, hier im Kiso-Tal, wo man Soba-Nudeln herstellen kann, im Digitalmuseum in Tokio, ne? Wo man virtuell im Aquarium sein eigenes Meerestier aussetzen kann oder Stäbchen selbst herstellen. Das Aquarium in Osaka mit Walhaien. Also, es sind schon sehr beeindruckende Sachen. Ne? Und wer geht nicht gerne mal in den Katzencafé? Ja? Also, die Kinder werden sie sicher dahin bitten, wenn sie dann einmal da sind. Ist auch eine entspannende Geschichte, mal mit 12 Katzen in einem Raum zu sein. Ja, also, das war sehr viel Inhalt. Ich hoffe, ich habe da jetzt nicht zu viel reingedrückt in die kurze Zeit. Aber Sie merken schon, ich bin begeistert von dem Land und aus verschiedenen Gründen. Ich hoffe, ich konnte davon etwas an Sie weitergeben. Wenn Sie Beratung brauchen, das sind meine Kontaktdaten. Sie können mich per Telefon oder E-Mail gerne um einen privaten Termin bitten oder wenn Sie Fragen haben, auch auf dem Weg gerne erreichen. Unsere Touren sind grundsätzlich inklusive Flug. Es gibt nur eine Individualreisetour, da ist der Flug nicht. Das sehen Sie aber auf unserer Website immer ganz leicht und in Übersicht, wo Flug dabei ist und wo nicht. Ansonsten Fragen noch, ob das Zugpersonal Englisch spricht. Ja, das ist der Fall teilweise, aber meistens gar nicht nötig, weil das alles so durchautomatisiert ist. Die nicken nur freundlich und gehen weiter. Man muss mit denen selten etwas klären, zumal auch Verspätungen nicht vorkommen. Das kennt man ja so nicht, ne, aus Deutschland. Haben wir noch eine Frage, die mir hier die Christina rübergeschoben hat? Oh, es sind viele. Ja, es gibt Kataloge mit dem Japan-Programm, nur leider haben wir für 2021 jetzt keinen aufgelegt, aufgrund der, ne, bekannten Situation. Der letzte war 2020. Der bessere Übersicht finden Sie auf unserer Webseite. Genau, die Blättervariante online hat die Christina schon zur Verfügung gestellt. Was kann ich hier noch an Fragen? Individuelle Verlängerungen der einzelnen Reisen sind immer möglich bei uns, also egal in welchem Reiseland, auch in Japan. Grundsätzlich bis hin Badeverlängerungen, Okinawa oder wenn Sie noch einen Ausflug nach Nikko machen wollen, von Tokio aus, gibt es alle möglichen Varianten. Finden Sie eben auch unter Reisebausteine Japan bei uns auf der Webseite Individualreisen. Ach, wie die Stadt heißt, wo die Kirschblüte im Februar ist. Das ist auf der Izu-Halbinsel, nicht weit von Tokio, also knapp 2 Stunden Zugfahrt. Fahren Sie da nach Shizuoka, das ist die Präfektur. Müssen Sie mal schauen. Da sehen Sie die Kawazu-Kirschblüte. Kawazu heißt die Stadt, genau. Und das ist einmalig durch eine Meeresströmung bedingt, setzt die dort ziemlich pünktlich im Februar ein. Genau, in Shizuoka. So, ich hoffe, ich habe jetzt keine Frage ausgelassen. Da haben wir doch fast alle abgearbeitet. Was das Nacktfestival ist. Also das ist, es gibt einen Tempel in Okayama, der gibt einmal im Jahr so glücksverheißende Stäbchen heraus. Und wer diese erlangt, der hat dann im Folgejahr meist, also wie soll man sagen, geschäftlichen Erfolg, persönlichen Erfolg. Ja. Und dort treten ganz viele Firmen an oder Kollektive von Leuten, meist Männer. Also es ist für Frauen offen. Es ist nicht irgendwie, dass da Frauen ausgeschlossen sind. Natürlich mischt sich keine Frau unter irgendwie
irgendwie 10.000 halbnackte Männer. Das ist vielleicht die Erklärung dafür, dass dort nur Männer teilnehmen. Und die sind dann in Gruppen hochmotiviert, springen die da bei 3 Grad, 0 Grad teilweise durch kaltes Wasser und bereiten sich auf diese Challenge vor, diese Stäbchen zu bekommen, die nachts um 12 dann von diesem Tempelpriester da ausgegeben werden. Die werden dann in die Menge geschmissen und dann geht das Gebalge da los. Das ist alles sehr respektvoll, aber da geht es auch zur Sache. Und der ganze Ort ist erfasst von dieser Euphorie und von diesem Streben nach, ja, also das ist mal so die Kurzversion von diesem Naked Man Festival in Okayama. Wenn Sie dazu googeln, da gibt es auch eine ARD-Reportage, die auf YouTube, glaube ich, steht. Das ist auch ganz spannend, da mal reinzuschauen. Ja. Haben wir noch eine Frage, Christina, die ich vergessen habe? Nein. Oh ja, na, die Frage der Fragen für jede Destination. Wann ist Corona vorbei? Das ist ungefähr dieselbe Frage. Japan hält sich sehr bedeckt. Wir hatten ja gehofft, dass auf die Olympischen Spiele mit Teilnehmern stattfinden werden. Das ist nun abgesagt. Also die Olympischen Spiele nicht, aber die Teilnehmer, also die Besucher dürfen nicht einreisen, die das sehen möchten. Damit ist auch die Hoffnung erloschen, dass es in Kürze für ausländische Touristen wieder geöffnet wird. Wenn Sie hören, dass Japan für seine Nachbarn öffnet, ja, so in den Medien, dann kann man sich langsam darauf vorbereiten, dass es auch für den Westen sich öffnen wird. Es gibt im Moment keine verlässliche Quelle, die eine verlässliche Prognose stellen könnte. Wir hoffen auf Herbst. Ja, es wird sich mit der Entwicklung der Situation einfach ergeben müssen. Die sind sehr verhalten, was das angeht. Das Land ist nicht auf Tourismus angewiesen. Deswegen ist es kein Wirtschaftsfaktor, westliche Touristen einzulassen wie bei anderen Ländern. Deswegen sind die eher vorsichtig und werden das natürlich mit Regeln belegen. Wir hoffen, dass im Herbst die Termine dann wieder durchgeführt werden können. Wir hangeln uns von Monat zu Monat. Deswegen vielleicht auch die nächste Folie noch zu dem Thema ganz spannend. Unser Rundum-Sorglos-Paket, was wir bei Diamir installiert haben, jetzt für und wegen Corona, dass Sie eben bei uns problemlos buchen können und ohne irgendwie jeglichen Grund- oder Stornogebühren mit diesem Zusatzpaket 30 Tage bis, also je nach Paket 30 oder 60 Tage vor Reiseantritt kostenfrei von der Reise zurücktreten können. Also es nimmt Ihnen jedes Risiko. Diese Pakete kosten 60 und 95 Euro, diese zwei verschiedenen, können Sie zu jeder Reise hinzubuchen. Also das gibt Ihnen zwar nur bedingt Planungssicherheit, aber zumindest die Sicherheit, dass Sie nicht in irgendeiner Stornopflicht stehen oder irgendwas, einen Reisevertrag eingehen, aus dem Sie nicht herauskommen. Also das wäre ein Angebot unsererseits, um diese ganze Sache dann eben auch flexibel zu halten. Wenn die Länder öffnen, geht's los. Wenn sie geschlossen sind und wir nicht einreisen dürfen, dann müssen wir Alternativen finden. Im Moment geht ja in Afrika so, in manchen Ländern doch etwas. Ja, haben wir noch eine Frage, Christina? Entschuldige, ich bin nicht so ganz, der Chat ist sehr lang. Deswegen. Essen, zum Essen noch kurz was. Es gibt nicht nur Sushi, hatte ich vorhin erwähnt, ja. Also die japanische Küche, es ist so, Essen ist enorm wichtig, ist vielleicht in Japan das wichtigste Kulturgut überhaupt. Die Japaner unternehmen touristische Reisen im Land, vorwiegend mit dem Ziel, eine Region zu besuchen, um dort irgendeine Spezialität zu probieren. Essen ist ja auch, wissen Sie vielleicht, unter UNESCO Weltkulturerbe, also die japanische Küche selbst. Und ja, wo fängt man an, wo hört man auf? Es gibt nicht nur rohen Fisch. Also gerade diese Ramen sind ja auch bekannt bei uns inzwischen, die Nudelsuppen, die sehr reichhaltig sind. Für jemanden, der keinen Fisch mag oder keinen rohen Fisch zumindest, sind das sehr gute Alternativen, die auch sehr günstig sind an sich. Aber so ein typisch japanisches Essen, was halt aus ja, gefühlt 100.000 kleinen Dingen besteht, die man ja zu 80% meist gar nicht benennen kann, wenn man sie anschaut, das ist schon ein Erlebnis für sich. Da spielt die Konsistenz, die Farbe und nicht nur der Geschmack eine extrem wichtige Rolle. Und das ist alles nach Plan vorberichtet. Da gibt es keinen Zufall, es gibt auch kein Improvisieren. Das sind alles Gerichte, die sind von spezialisierten Köchen hergerichtet und so. Es ist schon wirklich ein Kult, den die da ums Essen machen. Und es hat bisher jeder was gefunden. Sorge haben manche wegen dem Frühstück, wenn man im Ryokan ist, da gibt es dann halt ungewohntes Frühstück. Wenn man Süßfrühstücker ist, hat man da nicht so gut Spaß. Da gibt es eben auch schon mal eine geräucherte Fischart dann zum Reis dazu. Aber die Auswahl ist immer groß und in westlichen Hotels kriegt man natürlich dann auch seinen Toast mit Marmelade oder sein Müsli, was man eben haben möchte. Aber Essen ist ein Erlebnis und auch Teil des Kulturerlebnisses und der Reise selbst, ja. Ich hoffe, das war so einigermaßen. Ja, da sind wir am Ende. Ich glaube, ich habe ja überzogen. Ich habe gerade keinen Überblick mehr.
Zum Reisepass. Reicht der normale Reisepass? Gibt es empfohlene Impfungen? Die empfohlenen Impfungen, ja, sind die gleichen wie bei uns, ne? Die Standardimpfungen. Es gibt nichts, was da oben drauf kommt, wie in manchen Ländern vielleicht dann Gelbfieber oder es sei denn, man reist aus einem Gelbfieberland ein. Das ist ja auch in vielen westlichen Ländern ähnlich. Ansonsten, ja, empfehlenswert Hepatitis A, B, aber es ist einfach von der Hygiene steht das nochmal über Deutschland, was Trinkwasser angeht, was die Hygiene in Hotels angeht, die Hygiene in öffentlichen Verkehrsmitteln und so. Das war schon vor Corona einfach also das war einfach super schon immer. Deswegen gibt es da kein Problem mit Impfen. Der Reisepass reicht aus. Sie bekommen Visa für 90 Tage, wenn Sie einreisen. Ohne irgendwas. Sie müssen Fingerabdrücke abgeben und es wird ein Foto gemacht. Das ist dann alles. Ja. Also keine Visa-Beantragung notwendig. Es sei denn, es kommen neue Regelungen mit Corona in Verbindung. Das kann man nicht wissen. Das kann sein, dass da irgendwelche Veränderungen stattfinden. Manche Länder haben da eine Visapflicht eingeführt in Asien. Aber bisher war es eben so. Mit Reisepass kann man einreisen. Ich glaube, das war die letzte Frage. Ja, wir haben ganz schön überzogen, also ich. Entschuldigung dafür. Ich hoffe, es hat Sie Ihnen gefallen. Und ich möchte mich nochmal bedanken für die Aufmerksamkeit und bei Fragen, wie gesagt, in unserer Lounge oder eben an mich persönlich dann über die Kontaktdaten. Vielen Dank und viel Freude noch auf unserer digitalen Reisemesse.